ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Foodie Friday. Ich habe ja 2 Wochen lang, glaube ich, gar kein Video gepostet. Hier bin ich wieder, es folgen wieder regelmäßig Videos und da beginne ich mit einem Food Haul Video und alles, was ich letzte Woche so gekauft habe. Also ganz viel Spaß dabei. Da November ist und der 1. November der internationale Vegan Day, glaube ich, zu behaupten, habe ich mich der lieben Medi angeschlossen und in den Sweet Vegan November 2015 gestartet. Das bedeutet, dass wir uns einen Monat komplett vegan ernähren, beziehungsweise so gut wie es geht. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und so ganz schwuppdiwupp von Fleischfresser auf vegan umzuschalten ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber es ist natürlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch zu essen und seinen Fleischkonsum etwas einzuschränken. Natürlich verzichte ich diesen Monat auch auf Eier und sämtliche Milchprodukte, was mir weniger schwer fällt, weil ich ja sowieso laktoseintolerant bin und eh dieses ganze Milchzeugs nicht vertrage und eigentlich ja sowieso schon mich rein von Sojamilch und sowas ernähre. Aber ich zeige euch trotzdem, was ich für diesen Sweet Vegan November 2015 alles eingekauft habe. Das ist natürlich nicht für einen kompletten Monat, es ist einfach nur das erste, was ich so gekauft habe. Und ja, dann zeige ich es euch mal. Fangen wir an mit Kichererbsen. Ich habe eine totale Kichererbsensucht neuerdings. Und es gibt so viele Rezepte, die man damit machen kann und einige findet ihr auch auf meinem Blog und den verlinke ich euch in der Infobox, dann könnt ihr einfach mal da vorbeischauen und kriegt ein paar Inspirationen, was man so mit Kichererbsen veranstalten kann und sie sind echt super lecker. Dann habe ich meinen allerliebsten Lieblingsjoghurt gekauft und zwar der Sojajoghurt von Alpro mit Pfirsich. Ich mag diesen am liebsten und den mit Kirsche. Jetzt klingelt es. So, jetzt kam gerade meine Aces-Bestellung, also ganz liebe Grüße an Fabi, dass du mich beim Drehen gestört hast. Und dann machen wir auch schon weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dem Alpro-Joghurt schon fertig war, aber ich glaube schon. Und ein Produkt, was ich auch immer sehr gerne kaufe, ist der Innocence Movie. Den finde ich einfach toll. Und mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich bin gerade die Treppen hochgerannt. Lass mal kurz durchatmen. Und dann machen wir weiter mit meiner liebsten Schokomilch. Die habe ich, glaube ich, auch schon bei meinen Favoriten vorgestellt. Sojaschokomilch trinke ich immer richtig gern und die ist auch vegan, zum Glück. Dann habe ich mal diese Burger Patties ausprobiert. Die sind von Kaufland, auch vegan. Und habe mir gestern einen super leckeren Burger gemacht. Ihr könnt euch das Bild gern auf Instagram angucken. Das verlinke ich euch in der Infobox und das schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut und nur zu empfehlen. Dann esse ich auch super gern Tofu. Da kann man auch ganz viele Gerichte mitmachen. Findet ihr auch auf meinem Blog und da werde ich wahrscheinlich heute auch eins machen. Mal gucken, was ich da Leckeres esse. Also Tofu habe ich auch vorher schon richtig gern gegessen, also von daher auch gar keine Umstellung. Dann war ich gestern im Rossmann und habe diese 2 veganen Aufstriche mitgenommen, und zwar einmal Gartenkräuter und Paprikanuss. Habe ich heute morgens zum Frühstück mit Maiscracker gegessen und war auch richtig lecker. Der schmeckt so ein bisschen wie Frischkäse und das halt wie ein Paprika-Aufstrich. Also schmeckt echt gut. Falls man mal was für die Stulle braucht, ist das echt lecker. Ach so, und auch bei meinem Burger habe ich es drauf gehabt. Das war auch richtig gut mit dem Burger. Dann habe ich mir, wie immer, ein paar Nüsse gekauft für zwischendurch. Die sind jetzt aber noch zu. Ja, ich snack ab und zu mal zwischendurch ein paar Nüsse und die machen auf jeden Fall richtig gut satt. Dann habe ich hier noch ein paar Chiasamen. Die lasse ich nicht quellen, die mache ich immer meistens als Topping mit oben rauf. Weil gequält finde ich sie etwas komisch in der Konsistenz, aber sie schmecken halt echt gut. Man muss nur darauf achten, dass man immer schön viel trinkt, weil die Verstopfungen machen. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Was haben wir hier noch? Dann habe ich noch eine ganz normale Sojamilch. Damit kann man auch richtig gut Soßen machen. Apropos Soßen, ich habe eigentlich noch eine Sojasahne gekauft. Die ist unten im Kühlschrank. Weil mit Milch und mit der Sojasahne kann man richtig gute Soßen zaubern. Und dann habe ich mal wieder ein bisschen Sojagranulat mitgenommen.
Das haben wir auch schon ganz oft gegessen. Das ist einfach, wie gehackt ist denn? Das weicht mal ein bisschen ein, brät es an und dann kann man zum Beispiel eine Bolognese draus machen. Oder ganz viele andere Sachen. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Die Sorte habe ich jetzt noch nicht probiert, also von Vegans. Muss ich mal probieren, mal gucken, ob das auch so gut ist wie das, was ich sonst habe. Wir haben das sonst in so einem Online-Biomarkt bestellt und das war eigentlich mal ganz gut. Aber das habe ich jetzt vom Edeka und mal gucken. Dann habe ich... Dann habe ich noch diese Sojawürfel mitgenommen, weil meine Mutti meint, dass man daraus sicherlich richtig gut Gulasch kochen kann. Und tja, dann darf sie daraus mal Gulasch kochen. Also die hatten wir auch noch nie. Mal gucken, wie sie so sind. Ja, und dann habe ich noch ein paar Kidneybohnen mitgenommen und passierte Tomaten, weil ich halt richtig gern auch Chili con Carne mache. Und habe ich mir überlegt, würde ich wahrscheinlich ja mit dem machen. Und ansonsten, naja, Obst und Gemüse ist natürlich noch unten. Das habe ich jetzt natürlich, habe ich jetzt erstmal nicht mit hochgeschleppt. Und ich glaube, das war so mein Einkauf. So die wichtigsten Sachen, die wirklich vegan sind. Meine Eltern essen natürlich weiterhin ganz normal. Also wir haben auch andere Sachen eingekauft, also so ist es nicht. Aber ja, so ein kleiner Einblick in die Sachen, die ich so gekauft habe und die jetzt für die nächsten Wochen sind. Und Gerichte und so weiter seht ihr nächste Woche. Da habe ich nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Naja, was ist die Überraschung? Es kommt halt ein neues Foodie Friday Video mit ein paar Rezeptideen. Also freut euch auf nächste Woche und wenn ihr gerne noch etwas mehr von mir sehen möchtet, dann guckt euch doch die vorherigen Videos vom Foodie Friday an. Und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!